jetzt vor. Ja. Christian liest uns eigene Texte, die aber schon in Buchform erschienen sind. Da wurde als Ankündigung gleich ein bisschen selbst was erzählen. Nicht allzu viel, weil Gott sei Dank glücklicherweise sind wir nur noch ein paar mehr geworden. Das heißt also, alles ist live. Es hat vor 3 Tagen noch geheißen, es gab da 2 Meldungen und dann waren wir 3 und jetzt sind wir 7. Finde ich gut. Jetzt über 8, super, noch besser. Also, wir sind vollzählig sozusagen, wir sind beschlussfähig, wie es immer so schön heißt. Darum werde ich nicht allzu viel darüber erzählen. Ich hatte beim letzten Mal vor 5 Wochen schon einen Text aus diesem Buch vorgelesen, als es das noch nicht gab, in gedruckter, in erschienener Form. Und hatte da, glaube ich, schon angekündigt, dass ich es dann heute dabei haben werde. Hier ist es, Fang das Licht, so hieß auch die Geschichte, die ich letztens vorgelesen habe, den ersten Teil dieser Geschichte. Und so heißt auch das komplette Buch. Ich werde ein Stück anlesen aus der Geschichte, die ganz hinten ist im Buch, nicht weil es die letzte ist, sondern das hat sich ganz einfach so ergeben. Es macht aber auch Sinn, wer das Buch von vorn bis hinten liest, der wird merken, es ist wieder so, wie ich das schon immer sage, ein Stück Weg, das man zurücklegt, auch in diesem Buch. Und da gibt es eine Entwicklung von Geschichte zu Geschichte und die wird deutlich, wenn man diese Geschichte dann liest und wenn man zum Ende gekommen ist. Wir werden es nicht schaffen, bei weitem nicht. Die komplette Geschichte würde ca. 25 Minuten brauchen, an Zeit vorzulesen. Malte, du wirst mich irgendwann unterbrechen, wenn ich mich von selber wenn ich mich von selber irgendwo den Cliffhanger setze. Über die Geschichte möchte ich gar nicht so viel erzählen, weil wenn man über die Geschichte erzählen wollte, dann kann man gleich anfangen, die Geschichte selber zu erzählen. Und das mache ich jetzt ganz einfach auch. Makoba, eine schöne Welt. Die größte Gnade ist nicht verzeihen, sondern vergessen. Doch das Leben wollte nicht gnädig sein. Welle um Welle tastete zurückkehrendes Bewusstsein nach dem Treibgut meiner Erinnerung. Es half nichts, sich in der Strandburg aus Ohnmacht vergraben zu wollen. Wie der erste Sonnenstrahl am Morgen vom Horizont her über das Wasser rast, starb das Erwachen in meinen Körper und ich begann mich wieder mehr und mehr zu spüren. Aber da war nur Schmerz. Eine sanfte Brise raschelte durch die Palmblätter der Oase, als wäre das Leben im Buschland ein Spaziergang. Dabei nimmt die Glut der Sonne da draußen mehr, als sie gibt. Der heißkalte Atem des Todes hatte mir in den letzten Tagen im Nacken gesessen. Grasgeruch kroch grün und frisch in meine Nase. Ich blinzelte durch die Halme, auf denen ich zusammengebrochen war. Wasser plätscherte und auf einmal würgte mich wieder der Staub der Wüste. Mit wunder Kehle versuchte ich zu schlucken. Ich müsste tot sein. Ich bellte einen Hustenanfall ins Gras und kroch ein Stück auf das Plätschern zu. Vor wie langer Zeit war die letzte Kürbisflasche leer gewesen. Beleidigt hohl hatte sie geklungen, als ich sie unter einem Dornbusch auf die verdorrten Flechten fallen ließ. Ich würde sie sowieso nie wieder füllen können. In der Wüste hält man es eine Zeit ohne Essen aus, aber sorgen Sie jederzeit für ausreichende Mengen Flüssigkeit. Sie müssen kontinuierlich trinken. Mir kamen die Hinweise in dem Survival Guide für hier draußen lächerlich vor, nachdem ich seit Tagen nichts zu mir genommen hatte. Die Vorräte waren in der Hitze schneller verdorben, als ich sie essen konnte. Mit brechenden Fingernägeln hatte ich den Rucksack so tief wie möglich vergraben, um nicht die Jäger auf meine Fährte zu locken. Und das Gras, das die Buschleute angeblich aßen, war so bitter, dass mir schlecht geworden war. Viele ausgehörte Stunden später war mein Hunger größer als der Ekel vor dem vergammelten Zeug, aber da war es zu spät. Zwischen mir und dem einen Tag entfernt vergrabenen Rucksack hatte die Sonne längst alles Leben aus dem Land gesaugt. Mein Leben, denn für mich gab es keinen Weg mehr zurück. Sie hatte gelächelt dazu, dass ich es wagte, ihr die Stirn zu bieten. Ihr brennendes Lächeln, das den Himmel in glühendes Blau schmiedete. Mir war schwindelig, unmöglich, dass ich einen Sonnenstich hatte. Aber das Gras unter mir war wirklich. Ich schmeckte die grüne Süße, als ich an einem der Halme kaute und kroch weiter. Das unrasierte Gesicht im Wasserspiegel erschrak vor mir und meinen entzündeten Augen. Da war ich, nur ich. Ist es nicht immer Versagen, wenn man sich seiner Einsamkeit bewusst wird? Prustend verschluckte ich mich, trank weiter und als ich atemlos auftauchte, war ich als ein Stück der Quelle wiedergeboren. Die Sonne war Richtung Abend gesunken und vergoldete die Bergspitzen, die auf einmal gar nicht mehr so fern schienen wie in den letzten Tagen. Ich lebte noch.
aber ich hatte das Kinderlachen auf dem Gewissen. Vor 3 Tagen hatte der Regen eingesetzt, nur für eine Nacht. Es war, als hätte er Markova fortgespürt aus dem Baumhaus am anderen Ende des Horizonts, fort aus meinem Leben, fort von der Erde. Sie war stumm, als ich sie das erste Mal sah, die stumme Darstellerin in einem Schwarz-Weiß-Film, der über die Leinwand an der Stirnseite des Speisesaals flimmerte. Wer Zeit hatte in der Wildlife-Station, war gekommen, um sich in den stickig halbdunklen Raum zu setzen. Einige bereuten es hinterher, manche blieben nicht bis zum Schluss. Ich habe durchgehalten, ich wollte es sehen und werde nie verstehen können. Kleine schwarze Striche, wie bei Filmen aus alter Zeit, huschten immer wieder durchs Bild, als wollten sie das Grauen tarnen. Unter einer dem Himmel schmelzenden Sonne breiteten die Schatten der Aasfresser ihre Schwingen, Rauch kräuselte sich aus den Resten der Hütten empor, die vor Stunden abgebrannt waren. In dem abgelegenen Buschdorf war nichts heil geblieben. Verkrümmt lagen die Leiber der Erschlagenen zwischen den Hütten verstreut, dunkle Flecken färbten den Boden um sie herum. Ein Schwenk nach unten holte das Mädchen ins Bild, grauser Haarfilz und ein Gesicht ganz aus Augen. Mit dünnen Fingern umklammerte sie eine Erwachsenenhand und hielt sie uns vor der Leinwand entgegen, als wollte sie um etwas bitten. Im Hintergrund floh eine gefleckte Raubkatze mit weiten Sätzen über ein Stück Ebene in den Busch. Hinter dem Kind lag der Körper, der einmal mit der Hand verbunden war, und das kleine Mädchen zu füttern und zu streicheln, damit sie wusste, was Geborgenheit bedeutete. Jetzt hingen die Kleider in Fetzen an der Frau, tiefe Schnitte hatten die Haut zerflügt. Im Gegensatz zu den anderen Toten waren ihre Beine nicht im Fallen unter ihr Bett geklebt. Weit spreizten sie sich über einer großen Blutlache. Ich rannte hinaus, als die Leinwand versuchte, den unschuldigen Weiß versöhnlich zu lächeln, und kotzte mein Elend in die Büsche hinter den Baracken. Meine Poren waren wie vom Schmutz des Menschseins verklebt. Waren das auch Menschen? Wozu war man mir fähig? Es brauchte eine halbe Schachtel Zigaretten, bevor ich den Mut fand, in das Zimmer des Mädchens zu gehen. Und in den ersten Tagen hatte ich keine Ahnung, ob sie auch nur ein Wort von dem verstand, was ich ihr zu sagen versuchte. Scham brannte in mir. Musste sie in mir nicht auch einen von denen sehen, die ihr das angetan hatten? Die ihr Leben so abrupt verändert hatten, dass viele Erwachsene daran zerbrochen wären? Wären wir nicht vor 2 Generationen ins Land gekommen, um die Schätze unserer Zivilisation zu bringen? Wäre die größte Gefahr vielleicht immer noch die in manchen Jahren zu lang dauernde Trockenzeit oder ein vor Hunger verzweifelter Leopard? Ich wusste inzwischen, dass sie Markova hieß. Immer wieder sagte ich einfach ihren Namen. Die großen Kinderaugen betrachteten mich vorsichtig, aber nach einiger Zeit mischte sich Neugier in ihren Blick. Als sie eines Abends lächelte, streckte ich meine Hand aus. Sie hielt sie, wie sie die ihrer Mutter gehalten hatte, und in mich strömte etwas ein bei dieser Berührung, das ich nicht beschreiben konnte. Es fühlte sich an wie der Friede, der diesem Land seit Urzeiten Atem gegeben hatte. Der Friede, der ihm zurückgegeben werden musste, damit es nicht erstickte. Ich wusste, was ich zu tun hatte, als ich aus der Krankenstation in die sengende Hitze trat. Die Sonne glühte unbarmherzig, dennoch ging ich zu Fuß zurück zur Station und genoss sogar den Marsch, der sich 1 Stunde durchs Buschland zog. Sie wollen was? Der Gefühlsausbruch der Stationschefin war so intensiv, wie die Hitze gerade noch zuließ. Mit eng anliegenden Armen versuchte sie, die dunklen Flecken unter ihren Achseln zu verbergen. Sie müssen zugeben, dass der Gedanke etwas für sich hat, sagte ich und hielt ihr die Zigaretten hin. Irgendwie musste ich sie dazu bringen, dieses Bollwerk aus Ablehnung aufzugeben und sich zu bewegen. Da bin ich aber mal gespannt, sagte sie, als sie sich über mein Feuerzeug beugte. Meine Kenntnisse zu Fachfragen posttraumatischer Betreuung waren nicht erschöpfend, aber ich hatte mich bisher immer auf gesunden Menschenverstand verlassen können, gepaart mit einer unorthodoxen Betrachtungsweise. Und ich musste es versuchen. Manchmal lassen sich Traumata auflösen, sagte ich, indem man den Betroffenen mit dem ehemals Gewohnten konfrontiert. Von dem Dorf ist nichts übrig geblieben und von ihren Leuten lebt, soweit wir wissen, niemand mehr. Haben Sie den Film vergessen? Mein Magen zog sich zusammen. Wie können Sie das fragen? Sehen Sie, sie stippte ihre Zigarette halb aufgeraucht in den verbeulten Ascher und zog sich auf ihrem Stuhl zurück wie ein Pelikan, der die Flügel anlegt. Aber sie ist ein Buschkind, wandte ich ein. Ohne Zweifel. Den Busch gibt es noch. Fliegen bösten in der Wärme auf dem verstaubten Fensterglas. Auf dem Vorplatz tanzte die Sonne einen Rhythmus, der lautlos mit Hitze um sich warf. Hunde lagen im Schatten und warteten träger auf Küchenabfälle. Ein klappender Kleinlaster hielt am Schuppen für die Vorräte. Das verbeulte Ölfass rostete immer noch in der Sonne.
Über mir quirlte der Deckenventilator asthmatisch in der stehenden Luft. Was wollen Sie mit dem Kind da draußen? Sie braucht Betreuung, professionelle Betreuung. Und die können wir nicht einmal in der Station geben. Ihr Leben ist da draußen. Alle Ihre Leute sind da draußen umgekommen. Nicht der Busch ist lebensfeindlich, sondern der Mensch. Mann, was wollen Sie? Sie hat es verdient, sie dem Leben wieder zu geben, ihrem Leben. Wir müssen sie an die Zivilisation gewöhnen, ja, wie an einen Leoparden im Käfig. Sie weiß nichts von der wirklichen Welt, sagte die Chefin. Was ist Wirklichkeit, wollte ich wissen. Sie schien darüber nachzudenken. Ich steckte mir eine weitere Zigarette zwischen die gespitzten Lippen. Sie lehnte kopfschüttelnd ab und sagte, Ihre Mutter war die Medizinfrau des Dorfes. Was glauben Sie denn, warum man ihr das angetan hat? Mit dem ersten Zug erstickte ich die Bilder, die ungefragt und ungewollt in meinem Kopf auftauchen wollten. Da hätte sie zumindest jede Menge von ihrer Welt lernen können. Was wissen Sie schon? Die Frau hockte wieder in ihrem Bollwerk. Jetzt müssen wir langsam mal ein schönes Schlusswort finden. Okay, dann machen wir noch den Satz. Ich versuchte einen Rauchring, den der Ventilator sofort verwirrte, als er hoch genug gestiegen war, und sah sie herausfordernd an. Wer ist denn der Anthropologe hier? Als würde sie die Topografie nicht in- und auswendig kennen, starrte sie auf die Karte der Region. Wir sind jetzt für Sie verantwortlich. Eben. Was, wenn ihr etwas geschieht? Da draußen ist es kein Zuckerschlecken. Mit einem Nicken deutete ich auf das Bild meines selbstgezimmerten Baumhauses neben der Karte. Ich lebe seit 5 Jahren immer wieder für längere Zeit dort. Dann müssten Sie es ja wissen. Im Busch, sagte ich, so gut wie möglich an die Bedingungen angepasst, die sie kennt, hat sie die größten Chancen auf ein Leben, das sie auch als ihres empfinden kann. Ich übernehme die Verantwortung. Eine Woche später holte ich Makoba aus dem Krankenhaus. Ich streifte ihr die neuen Latschen über die Füße, die sie erstaunt eine Zeit lang betrachtete, und die kleinen Beinchen hin und her drehte. Dann, nach ein paar vorsichtigen Schritten, hatte sie meine Hand genommen und wir waren losgelaufen. Und wohin sie gelaufen sind und was sich sonst noch ergab und warum er das Kinderlachen auf dem Gewissen hat, wie er so schön sagt, kann man lesen, wenn man die Geschichte komplett liest. Vielen Dank fürs Lauschen.